Hören mich alle? Das ist doch mal gut, ja. Das erste Mal für mich dieses Jahr 2021. Und ich begrüße euch ganz herzlich, wünsche an dieser Stelle nochmal frohes neues Jahr. Und 2021 soll für jeden das Jahr werden, was ihr euch wünscht, was euch erhofft. Das macht man sicherlich jedes Jahr. Und ich gebe die volle Energie heute rein, dass wir da starten. Und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich zeige euch heute eine. Und nehme ich da gerne mit rein. Schaltet bitte eure Mikros alle auf stumm, das wäre super. Und ich werde gleich mein Bildschirm freigeben und wir starten dann. Wir brauchen circa so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, dann sollten wir durch sein. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Und ich darf es heute aus Ägypten machen. Das ist mal ein bisschen anders. Das heißt, auch wenn ihr wahrscheinlich alle in Deutschland sitzt oder woanders, habe ich die Möglichkeit, das hier aus Ägypten, ja, live zu senden und ihr seid live dabei. Wir sind eine Stunde weiter. Wir haben jetzt schon 20 Uhr hier und es ist ganz spannend, aber ich glaube, die Internetverbindung ist stabil, von daher funktioniert es. Super. Wir starten dann jetzt in die Präsentation und ich nehme euch heute mit und gebe jetzt meinen Bildschirm frei und gehe von aus, dass wir da auch gut mit klarkommen. So. So, man sieht alles, man sieht den Bildschirm, soweit alles super. Okay. Ja, worum geht es heute? Es geht heute um LiveLights, um die Firma LiveLights. Wir sprühen vor Begeisterung. Das ist im Prinzip das, was jetzt, wir sprechen von der Kosmetik, von einer Bewusstseinskosmetik, aber dazu gleich mehr. Kurz zu meiner Person, beziehungsweise ich sage immer zu meiner Person, da gehören immer zwei zu, da gehört meine Frau zu, Katharina Kanke, und mein Name ist Eduard Kanke. Ich bin 40 Jahre letztes Jahr geworden, steuere stark auf die 41 zu. Wir haben gemeinsam vier Kinder und ja, sind eigentlich glücklich, stehen mitten im Leben soweit. Und letztes Jahr war aber für uns ein Jahr, was ein Jahr der Veränderung für uns auch bedeutet hat. Obwohl das wahrscheinlich viele sagen werden, weil wir wissen, letztes Jahr ist vieles passiert. Wir sind ja noch mittendrin und das ist hier bei uns auch der Fall. Von daher, ja, das ist definitiv so. Und das ist ein Jahr der Veränderung gewesen. Ich nehme euch nachher noch ein bisschen was rein, was bei uns alles so passiert ist. Ich bin 15 Jahre davor Unternehmer gewesen. Man sieht hier nochmal meine Family, also vom letzten Jahr im Sommer. Wie gesagt, vier Kinder von 13 bis 2, alles dabei, zwei Jungs, zwei Mädels. Bin ganz stolz drauf. Und das ist für mich der Anker, das ist für mich die Basis insgesamt. Und von daher sind wir stolz drauf. Und deswegen betone ich das auch so ganz, weil für mich einfach auch darauf alles basiert. Wenn das funktioniert, kannst du vielleicht immer agieren. Und das werdet ihr gleich merken, wieso ich das so sage. Weil letztes Jahr war, wie gesagt, ein Jahr für mich, was ich so sicherlich nicht geplant habe. Ich war 15 Jahre Unternehmer und hatte ein Unternehmen wo wir Badezimmer gebaut haben. Wir haben Badezimmer saniert im mittel- bis hochpreisigen Segment, haben knapp 1 Million Umsatz gemacht, hatten 7 Mitarbeiter damals und ja, das Jahr 2020 sollte besonders werden. In welcher Form auch immer, weil ich in dem Jahr 40 geworden bin, wollte ich was ganz Besonderes zu meinem Geburtstag machen. Und wie es dann halt so kam, in einem Jahr, wo ich 15 Jahre hatte, jetzt mit dem Unternehmen, kam im Februar eine Insolvenz ins Haus geschlettert, sage ich mal. Sicherlich war das vielleicht abzusehen oder wie auch immer. Es waren Fehler, die ich mir heute auch sage, da bin ich für verantwortlich, da werde ich auch die Verantwortung für übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt, man übernimmt die Verantwortung dafür. Aber trotzdem, als wir da standen im Februar und sagten, okay, wir stehen da und es bricht alles zusammen, wo wir vorher gut von gelebt haben, wir haben einiges aufgebaut in der Zeit, stehst du als Familie da mit vier Kindern und ich war der Haupt, ich sag mal, Geldbringer. Meine Frau ist auch selbstständig mit einer Praxis. Und da war es natürlich wieder alles auf Null gefahren. Da wisst ihr auch im März, dass da einiges noch dazu kam. Im März kam der Lockdown und ich war 40 dann, Ende 40. Ich wollte eigentlich nach Kanada fliegen mit ein paar Kumpels, ganz besonders die 40 Jahre feiern. Das ist alles gecancelt worden. Somit kam alles anders, wie man sich das vorgestellt hatte. Und es gäbe genug Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken. Und ja, so haben wir aber uns damals gesagt. Sicherlich haben wir ein paar Nächte, ein paar Wochen auch mit meiner Frau gehabt, wo wir uns nochmal gebändelt haben und haben gesagt, gut, was wird jetzt und so weiter. Aber letztendlich gab es nur zwei Möglichkeiten. Es gab eine Möglichkeit zu sagen, wir stehen auf, wir machen weiter oder wir lassen den Kopf in den Sand und wir lassen den Kopf hängen. Wir haben es letztendlich dafür entschieden, dass wir weitermachen, haben gesagt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir werden weitermachen, wir werden eine Möglichkeit finden, wir werden wieder aufstehen, wir werden weitermachen. Das empfehle ich grundsätzlich jedem. Ich sage mal, gerade in der heutigen Situation aufzustehen, weiterzumachen und nicht sagen, gut, es gibt keine Chance mehr. Wir haben ja momentan jeden Tag Möglichkeit zu sagen, warum wir das nicht tun sollten.
Und ich glaube, ich darf es mit Recht behaupten, dass ich das wirklich jetzt durchlebt hatte. Und das ist ganz wichtig, ja, das richtige Mindset, das richtige Denken zu haben, um da einfach auch durchzukommen. Ja, letztendlich war es dann so, wie gesagt, die Firma musste in die Insolvenz. Ich war persönlich haften dafür und bin dann im Prinzip auch in die persönliche Haftung gegangen, bin in die Insolvenz gegangen und musste das im Prinzip bei neu starten, also mit Null starten, so gesagt. Ja, dann war es im Prinzip Ende März, wo meine Frau sagte, heute Abend kommt jemand, ich hätte wäre ganz gerne, dass du dabei wärst. Und gleich gut, Schatz, wenn du es möchtest, bin ich gern dabei. Es war ein Sonntagabend, der 29.03.2020. Ich bin dabei und der Ralf Klack mit der Johanna kommt vorbei und stellt uns Lavelights vor. Die Firma Lavelights sagte mir vorher gar nichts. Meine Frau ist, wie gesagt, mit der Gesundheitspraxis unterwegs und ja, da wurde Lavelights vorgestellt und an dem Abend war für uns klar, dass es für meine Frau funktioniert, dass die Produkte passen. Und ich sagte, irgendwie hat was in mir gekribbelt. Ich sagte, das Business passt irgendwie zu mir. Und so sind wir gestartet und am 31.03. haben wir das bestellt, sind dann damals mit zwei großen Businesspaketen eingestiegen und haben gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und wollten das komplett durchtesten. Das hat meine Frau noch komplett getan. Ja, und so sind wir gestartet und losgegangen. Und ich nehme euch jetzt einfach mit in die Story von Livelets, aber auch in die Story von uns. Jetzt muss ich gerade gucken, dass es hier schaltet. So, genau, Veränderungen prägen das Leben und das ist ja auch bei Lavelab so, dass wir uns immer wieder verändern und ich bin der Meinung, dass Lavelab ein Unternehmen ist, was absolut Veränderungen mit reinbringt, auch Trends mit reinbringt. Wir sehen hier so ein paar Beispiele, wo es mir einfach gezeigt hat, das Smartphone, was heute unser täglicher Begleiter ist, ist für uns selbstverständlich heute, aber es war halt nicht immer so. Und derjenige, der es damals in die Welt gerufen hat, der Steve Jobs, der hat es damals gesagt, da hatten die viele belächelt. Und es war ein Trend, der da eingeläutet wurde. Und ich glaube, dass wir als Company, als Lavelights, auch mit dem Produkt, mit der Energie, mit der Idee, die Tibor Jakubowicz, das ist der Gründer von Lavelights, hat, einfach auch so viel wecken, dass wir sagen, wir zünden was an, wir haben einen Trend, den wir einläuten und der geht einfach los. Und einen Trend möchte ich euch vielleicht auch nicht vorenthalten, der vielleicht vielen natürlich bekannt ist. Aloe Vera ist sicherlich ein Begriff und ich mal für mich ist es auch ein Begriff, wenn ich das rückwirkend sehe. 2003 haben meine Frau und ich damals geheiratet und sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet und da waren wir damals auf Gran Canaria in Flitterwochen. Und ich weiß, da wuchsen diese Aloe Vera-Pflanzen ganz, ganz groß. Und wir hatten im Prinzip die Möglichkeit, auch da wirklich uns die Aloe Vera-Pflanzen auf die Haut zu schmieren, wenn man im Prinzip Sonnenbrand hat und so weiter. Und es war damals nicht abzusehen, aber man weiß danach, dass man im Prinzip in diesen Jahren, dass so viel entstanden ist und dass da ein Trend eingeläutet wurde. Und das war auch im Prinzip ein Network-Unternehmen. Die Firma FLP ist vielleicht heute viel im Begriff, hat das damals eingeläutet, hat das in den Markt gedrückt und sind damit halt, haben einen Trend eingeläutet und die haben damit sind die Riesen gewachsen. Also heute nach wie vor ein erfolgreiches Unternehmen. Aber man sieht, wenn man einen Trend einläutet, dann passiert was. Und ich glaube, dass wir mit Lavelights hier einen Trend einläuten mit den Produkten, die einfach einzigartig sind, die im Prinzip so in der Situation so es nicht gibt und dazu gleich noch ein paar mehr. Es geht bei uns eigentlich letztendlich immer um Körper, Seele und Geist, würde ich mal behaupten. Wir wollen glücklich sein, wir wollen zufrieden sein. Und was ist, wenn wir das auch mit unseren Produkten auch beeinflussen können? Letztendlich möchte ich auch dazu sagen, wir sprechen hier von Kosmetik, also vor allem keine Gesundheitsmedizin oder sonst was. Das heißt, wir sprechen hier von der Kosmetik und ich sage mal nur Kosmetik in Anführungsstrichen mit tollen Nebenwirkungen. Und was dazu auch alles kommt, haben wir gleich noch ein paar Erfahrungen. Also letztendlich geht es um Kosmetik der Zukunft und es geht uns eigentlich immer um diese vier Punkte: Gesundheit, Zeit, Spaß und finanzielle Freiheit. Jetzt werdet ihr natürlich sagen: Gut, ein paar Punkte, die kriege ich natürlich. Ich bin vielleicht gesund, ich bin fit. Und ich sage mal aus meiner Perspektive: Ich war 15 Jahre Unternehmer, was ich vorher sagte, mit 7 Mitarbeitern, da warst du natürlich voll drauf und dran. Ich habe 6 Tage die Woche gearbeitet. Teilweise 12 Stunden oder vielleicht auch sogar länger. Meine Frau hat zwischendurch mal gesagt, du, ich bin alleinerziehend. Samstag ging es dann auch immer bis späten Nachmittag nochmal. Und somit war eigentlich nur der Sonntag da. Das heißt, wir haben natürlich irgendwo Geld verdient, wir haben einen gewissen Lifestyle gelebt, wir hatten auch Spaß und ich hatte auch eigentlich die Gesundheit, aber ich hatte keine Zeit. Also es war wirklich so, wenn ich dann in Urlaub gefahren bin, dann musste ich kurz vorher, dann war es teilweise bis 11 Uhr abends, wenn wir morgens geflogen sind, war ich noch im Büro und habe gewisse Sachen organisiert, dass es funktioniert hat. Und
das alles zusammen zu vereinen, das ist im Prinzip einfach eine tolle Geschichte, wenn ich das heute aus jetzt, ich sag mal, 9 Monate später betrachte, was ich so mit Love Lights jetzt erleben durfte in der letzten Zeit, wo ich sage, ich habe das einfach vereint, habe im Prinzip die Möglichkeit, darf arbeiten, wie ich es möchte und wo ich möchte, habe die Gesundheit, die ich damit natürlich mit meinen Produkten beeinflusse, weil darf einen gewissen Lifestyle leben, darf jetzt Möglichkeiten testen, darf es eigentlich überall machen. Und das große, ja, der große Beweis ist jetzt eigentlich, wir machen es gerade in Ägypten, da haben wir einfach gesagt, okay, wir machen es, weil wir dann Kontakt hatten, die Jenny, die jetzt auch hier im Zoom ist, die da einfach die Brücke geschlagen hat und wir haben dann im Prinzip gesagt, komm, wir machen es, wir trauen es und wir gucken, was es da für Chancen gibt. Und das kannst du einfach machen. Du kannst im Prinzip, egal wo du bist, das funktionieren. Du brauchst eigentlich nur noch ein Smartphone, sage ich mal. Du hast im Prinzip das ganze Business drauf und kannst das managen. Und das ist für mich einfach Freiheit. Das ist für mich, wo ich es gestalten kann. Und ich habe natürlich nach oben auch keine Limits. Und ich glaube, das in einem Job zu finden heutzutage, weiß nicht, ob das immer so machbar wäre. Ich kenne einige Menschen, die sehr viel Geld verdienen, die auch eine sehr gute Stelle haben, aber die sind natürlich auch wirklich fast rund um die Uhr unterwegs und sind immer erreichbar und immer greifbar dafür. Ganz wichtig vielleicht, wenn du jetzt heute in was startest oder auch eine Selbstständigkeit beginnst, ist es wichtig zu wissen, worauf kommt es eigentlich an? Jeder sucht eigentlich nach diesen 5 Punkten, würde ich mal behaupten, die wir eigentlich bei Lavelights mitbringen. Wir haben ein exklusives Produkt, das ist aktuell noch so, dass das Produkt so in der Form es nicht mehr gibt. Also wir haben ein Sprayprodukt, was auf Zellebene agiert und das gibt es in der Form so nicht. Ja, ich sagte schon vorher, wenn wir einen Trend auslösen, wenn wir die Ersten sind und es ist exklusiv. Jeder, der heute eine Selbstständigkeit beginnt, will ein Produkt haben, will was haben, was der andere noch nicht hat, wo ich keinen Wettbewerb so gesagt habe. Weil wir leben eigentlich im Verdrängungsmarkt, wir haben eigentlich alles da, es ist satt. Wenn ich heute was mit der Selbstständigkeit beginne, muss ich mich quasi irgendwie abheben oder wie auch immer über gewisse Merkmale. Das habe ich hier über das Produkt einfach. Und das Tolle ist, ich muss nicht Angst haben, wenn ich das Produkt mal einfach weitergebe. Also was wir einfach nur gemacht haben, wir haben nicht das Produkt verkauft. Wir haben es einfach zum Testen gegeben. Und das war unser Konzept oder mein Konzept. Wir haben gesagt, pass auf, teste das, gib mal ein Feedback. Klar passiert ja was. Und erstaunlicherweise haben wir eine Quote, ich will mal behaupten, von 95%. Es gibt kaum einen, der sagt, der funktioniert gar nicht. Und im Nachhinein jetzt, wo wir es länger machen, gab es viele natürlich, die auch mal gesagt haben, du, nach einer Woche merke ich eigentlich nicht wirklich was. Aber jetzt, vor einigen Monaten, hatte ich tatsächlich auch jemand, der mich dann anrief und sagte, du, ich würde gerne die Produkte bestellen. Und ich wusste, dass diese Person damals gesagt hat, du, wir haben aber nichts gemerkt. Wir haben gesprüht, wir haben das und es passierte nichts. Ich sage, was ist denn jetzt passiert? Ja, sagt sie, ich hatte mich geschnitten, hatte eine Wunde, habe da geblutet und habe ein Pflaster draufgeklebt, bin dann abends schlafen gegangen, morgens aufgestanden, zum Duschen habe ich das Pflaster wieder abgemacht und habe mich geduscht, es hat nach wie vor weiter geblutet und dann fiel mir ein, ich habe ja noch ein Spray da. Und hab das Spray, in dem Fall das 32er, kommen wir nachher noch drauf, gesprüht und sagst, du glaubst es nicht, nach 5 Minuten war die Wunde gestillt, es blutete überhaupt nichts mehr. Nachher habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und da habe ich dann anderen Sachen ausprobiert. Mit einmal funktionierte das Spray auch in gewissen anderen Sachen. Ja, und so kann es kommen, dass es, die haben im Sommer die Produkte gekriegt und hatten mich jetzt im November angerufen gehabt und haben eine Bestellung gemacht. Also auch das passiert dann und das ist ja eigentlich das Tolle, dass die Produkte funktionieren. Und zweitens, wir haben ein Verbrauchsprodukt. Das heißt, das Produkt verbraucht sich. Was heißt, wenn es verbraucht, kaufe ich es nach. Und wir sprechen ja auch hier von Kosmetik. Wir haben auch ein Duschgel, wir haben auch ein Shampoo und so weiter. Und was du sonst vielleicht sonst auch nutzt und vielleicht auch irgendwo im Drogeriemarkt einkaufst. Was wäre, wenn du sagst, du, ich lege da den Fokus drauf und ich tausche das mal komplett aus und nutze diese Produkte und ich habe ein Verbrauchsprodukt. Das bedeutet auch, dass ich eine gewisse Nachkaufrate habe und die ist bei uns ziemlich hoch. Die liegt bei 70% circa, dass wir eine Nachkaufrate, dass die Menschen es nachbestellen. Das kann ich bestätigen. Für mich war es ein Riesensegen, beim ersten Mal ist es vielleicht zu sagen, ich kann jemanden überzeugen, der was gekauft hat oder der was bestellt hat. Aber was ist, wenn er das zweite, das dritte Mal bestellt? Das ist für mich eine Bestätigung gewesen, dass das Produkt funktioniert. Weil sonst bestelle ich es ja nicht das zweite Mal, auch nicht das dritte Mal. Und das ist dabei. Es gibt ja viele auch Beispiele, auch heute bei uns, wo die Produkte super sind, gar keine Frage. Aber wenn die nie kaputt gehen oder wenn die eigentlich kein Verbrauchsprodukt sind, dann kennen wir sicherlich eine, wenn wir uns einfach im Haushalt mal gucken, gibt es tolle Produkte, die funktionieren. Aber wenn ich kein, so gesagt, immer neu akquirieren muss, das war bei mir zum Beispiel mit dem Badezimmer, wenn ich es einmal gebaut habe, dann brauchten sie mich die nächsten 15, 20 Jahre nicht, weil statistisch gesehen war es in Deutschland so, dass alle 20 Jahre ungefähr das Badezimmer saniert wird und dann brauchte man mich eigentlich nicht mehr. Dann musste ich quasi wieder neu akquirieren. Aha-Effekte.
das, was ich sagte, wenn jemand spürt, sagt, ich habe irgendwie Gelenkschmerzen gehabt, das nach kurzer Zeit habe ich dann wie einen Effekt gemerkt. Ich habe verschiedene andere, ich habe Kopfschmerzen gehabt und habe da gespürt. Ich habe ein Hautproblem gehabt und so weiter und so fort. Also da gibt es ziemlich, ziemlich viele Aha-Effekte. Wir haben Erfahrungsgruppen, wo du reingehen kannst, wo du einfach mal erfahren kannst, was die Menschen einfach in der kurzen Zeit oft erleben. Oft sind es natürlich Wochen, aber es kann auch ab und zu sein, wenn du so am Abend was vorgestellt hast, dass es am gleichen Abend einen Effekt gab. Und das ist einfach gigantisch. Du hast Aha-Effekte, da musst du nicht mehr drüber sprechen, was, wieso, weshalb. Da heißt es, wie bekomme ich das Produkt, wo kriege ich das her, wie wende ich das an. Keine Zielgruppe ist vielleicht auch mal ganz, ganz wichtig. Egal, was du machst, hast du ja grundsätzlich eine Zielgruppe. Das hast du hier bei uns nicht. Das heißt, du hast alles, was sich, was lebt, was Leben hat. Das heißt Mensch, Tier und Pflanze. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt, egal, wo du gerade bist. Also es funktioniert. Und meine Frau und ich, meine Frau ganz besonders, die hat gesagt, ich probiere alles aus. Ich nutze das in meiner Gesundheitspraxis und das will ich alles vorher ausprobiert haben. Sie hat teilweise alles getrunken, gegessen, weil es wurde ihr gesagt, das darfst du alles machen. Und sie hat es ins Wasser gekommen, sie hat das Bodylotion getrunken und so weiter und so fort. Eigentlich ganz crazy. Und wir haben es auch bei Pflanzen zum Beispiel ausprobiert. Wir haben einen Blumenstrauß gekauft, haben den aufgeteilt, zwei Vasen aufgestellt und haben eine Vase eingespült. Und zwar von außen. Und hat man mal gucken, was passiert, weil uns gesagt hat, probierst du einfach aus. Und das könnt ihr ja auch ausprobieren. Einen Blumenstrauß aufteilen, zur gleichen Zeit gekauft, zwei Vasen aufgestellt, eine eingespült, das eine nicht. Nach einem Tag hast du gesehen, dass du es eingespült hast, ist aufgegangen, das Wasser war nach wie vor klar. Das andere war noch nicht aufgegangen, das Wasser wurde trüb. Also das könnt ihr einfach testen. Das sind so Sachen, die natürlich musst du dafür die Produkte haben, aber wenn du einfach mal so einen Test macht, also das sind einfach sagen, da kannst du nicht immer sagen, das musst du glauben, weil die Pflanzen haben Zellen, da ist was aktiviert und es passiert sofort was. Und das haben wir erlebt, deswegen auch bei Hunden oder Katzen, also Tiere. Wir sind in Ägypten unterwegs gewesen und einfach haben im Prinzip mal ein Pferd eingesprüht und am ersten Moment zuckte das und im nächsten Moment hat es die Zähne gezeigt, weil es einfach sofort gemerkt, oh, das tut mir gut, ich will mehr davon. Und ich sage mal, Tiere sind ja nicht blöd, die agieren ja da im Prinzip und das müsste man mal ausprobieren, weil da kannst du dir noch erzählen, ich sprühe dich mit Lagerlights ein, aber die spüren, was gut ist und was nicht gut ist. Das haben wir bei Hunden auch erlebt und so weiter. Und ganz wichtig ist auch der Zeitpunkt. Die Firma ist jetzt seit 7 Jahren auf dem Markt, natürlich seine Forschung vorher ab. Aber wenn man jetzt überlegt, man ein bisschen die Network-Unternehmen alle betrachtet, dann kommt jetzt eigentlich der Boom. Man sagt immer so bei 10, kurz vor 10 Jahren, da geht die Expansion los und wir sind gerade dabei, den Markt in den USA zu öffnen. Das wird in den nächsten Wochen passieren. Daraus resultiert einiges mehr. Das heißt, wir gehen noch in die großen Märkte. Die Firma kommt aus Europa, aus Ungarn, ist gerade in Europa aufgestellt, aber ich weiß nicht, ob ihr vorher schon von Lavinats was gehört habt. Vielleicht in den letzten Monaten, weil da ein bisschen mehr durch die Presse gegangen sind, weil wir gewisse Global Awards gewonnen haben. Davor würde ich mal behaupten, kennt man es nicht. Trotzdem hat die Firma 1 Million Kunden aufgebaut in der Zeit ohne Werbung. Also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Produkt funktioniert. Und wenn jetzt die Expansion kommt und du unser Verdienstplan kennst, dann weißt du, wieso es wichtig ist, zum jetzigen Zeitpunkt dabei zu sein. Das ist der Timo Jakubowitsch, unser Gründer von Levelights. Und ich will mal auch sagen, nicht nur Gründer, es ist ein Visionär, der wirklich weit vorausgedacht hat und im Prinzip sehr bescheiden ist. Also wenn du ihn auch sprechen hörst, der ist wirklich bodenständig, der eine Vision hat und gesagt hat, wir wollen die ganze Welt im Prinzip ein Stück weit besser machen. Ne? Wir wollen die Welt umarmen, wir wollen im Prinzip da auch eine Verbesserung da haben und zwar nicht nur in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten Generationen. Das heißt, auch so weit denkt er, wo er sagt, die nächste Generation soll was davon haben, dass wir es verändern. Und jeder auf der Welt soll was von Lionel erfahren. Und wir kennen auch da zum Beispiel ein Getränk, ich sage mal Coca-Cola, war damals ja auch so vorher, hat gesagt, jeder auf der Welt sollte was von Coca-Cola wissen. Wir wissen, das ist heute wirklich tatsächlich so geschafft wahrscheinlich. Egal, wo du hinkommst, ob du im Busch bist, Coca-Cola kennen alle. Und das ist die Vision zu sagen, wir wollen das bekannt machen, wir wollen es verbessern, weil wir wollen eine Möglichkeit bieten, die Menschen auch da Verbesserung dazu haben. Er selbst hat für eine Pharmaindustrie auch lange als Naturwissenschaftler gearbeitet, hat auch geforscht und vielleicht kennen auch einige das Sprühpflaster, was man einfach aufsprüht. Also meine Frau kannte das sofort zum Beispiel, das gibt es nach wie vor heute, etwas abgeändert vom anderen Hersteller. Wenn man Verbrennung gerade hat, weil er das damals hat in der Familie, hatte jemand eine große Verbrennung und da hat er mit geforscht und da ist zum Beispiel das Öl, das Serumöl, das ist mit einer der ersten Produkte entstanden, was da genutzt wurde. Und da gab es ein Sprühpflaster. Das heißt, man sprüht es einfach drauf und es deckt direkt ab. Ich muss nichts draufkleben und habe nicht das Problem, dass ich mir vielleicht was wieder abreiße, wenn ich da jetzt was habe. Das hat er mitentwickelt. Hat damals die ganzen Patente und sowas verkauft und hat aber von der Pharmaindustrie natürlich gutes Geld bekommen und hat gesagt, wenn ich nochmal was mache,
dann darf es nicht nochmal so passieren, dass mir die Pharmaindustrie das abkauft, dass ich zwar gutes Geld verdiene, dann will ich es den Menschen direkt zukommen lassen. Und das funktioniert eigentlich nur mit Network Marketing bzw. Empfehlungsmarketing, weil wenn das hier funktioniert, es nur auf Erfahrungsberichten. Das heißt, ich habe was erfahren mit dem Produkt und erzähle es weiter und aufgrund dessen nutze das Produkt. Er hätte sicherlich hingehen können und es gab jetzt in der Vergangenheit, allein wo ich jetzt schon dabei bin, gab es einmal ein Kaufangebot und davor auch schon mal, dass es gewisse Unternehmen, Pharmaindustrie gab, wo sie sagt, wir wollen es aufkaufen. Ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Und er hat gesagt, das muss aber direkt den Menschen zukommen lassen. Das heißt, auf Empfehlung, das dauert vielleicht länger, aber das ist eine Beständigkeit. Wir wissen ja, wenn einer was erzählt und sagt, ich habe das erfahren, hat es einen ganz anderen Wert, ich so weitergeben kann. Ja, das ist auf Leidenschaft und Natur und auch da wieder, Produkte kommen alle aus der Natur. Man hat nicht geguckt, okay, was haben wir schon, sondern was kann die Natur und wir wollen es hier mit einbringen und hat zusammengeführt und hat im Prinzip dann die Möglichkeit gefunden. Das hat er getan und möchte im Prinzip somit die Welt ein Stück weit besser machen. Hier nochmal dazu, also gerade im November haben wir 5 Awards bekommen, die Produkte. Und das eigentlich ohne, dass man groß dafür Werbung gemacht hat, mit den besten Unternehmen, die es so gibt, haben wir mit 3 Produkten wirklich die Nummer 1 gemacht. Die anderen 2 sind im Finale gewesen. Also 5 Produkte, die den Global Award gewonnen haben. Zum Beispiel auch die Anti-Aging-Creme, die ich jetzt auch gerade hier habe. Das heißt, es ist auch da gigantisch, was da auch ist, was da funktioniert. Und ich sag mal, jetzt sagt ihr gut, Creme, ja, hin oder her. Es gibt tatsächlich jetzt zig Cremes auf dem Markt, aber diese Cremes hat gerade natürlich, weil was wir in den Zellspray haben, auch da wieder zu 80% mit drin und somit auch durch die Creme auch wieder auftragen kann. Und ich habe da Rieseneffekte gehabt. Und scheinbar hat es viele, die Jury beeindruckt und es hat funktioniert und wir sind die Nummer 1 geworden. Es war nicht so geplant, aber es ist marketingtechnisch natürlich nicht verkehrt und somit ist eine erste Säule in Berlin zum Beispiel hier in dem Fall aufgestellt worden von den Familie Brodel, also Dr. Brodel und Frau Angelika Dr. Bodel und auch beide Ärzte quasi in Berlin, die Montag zum Beispiel auch einen Zoom gegeben hatten, kennen wir persönlich sehr, sehr nette Menschen und die auch mittlerweile jetzt unterwegs sind, die das nutzen, stellen hier gerade die Säule vor und ja, ist ja toll, wenn auch sowas dazukommt. Das heißt, auch da kommt Marketing dazu, weil das Produkt einfach funktioniert. Ja, wir haben heute viele Einflüsse bei uns, die einfach uns ja, beeinflussen, unsere Energie beeinflussen. Das ist natürlich aktuell auch Geldmangel, wo wir sagen, wir machen uns vielleicht zukunftsperspektivemäßig auch da Sorgen, wo geht es hin und wenn das ist. Und wir haben zum Beispiel einen Bekannten, der auf einer Herzstation arbeitet und sagte, wir haben noch nie so viele Herzinfarkte gehabt wie letztes Jahr zum Beispiel, weil Menschen einfach sich Sorgen machen, weil was passiert, weil ich sage, okay, da ist was gekürzt, weiß ich nur, ob das alles so bestehen bleibt. Wir sind ja in gewisser Weise Sicherheitsgesellschaft und da ist es wichtig zu sagen, okay, was können wir dagegen tun? Gift in der Kosmetik, ja, wir wissen ja auch, dass wir zum Beispiel viel, viel auch Chemie drin haben, was uns beeinflusst. Deswegen dürfen wir es vielleicht nicht allzu lange auf der Haut lassen und so weiter und so fort. Alle Sachen, die uns beeinflussen, weil wir vielleicht schnell was gemacht werden muss, weil es länger halten muss, wie auch immer. Aber was ist, wenn wir dagegen steuern können? Natürlich auch die Ernährung. Wir wissen auch, wenn wir uns heute da gut ernähren, wenn wir da wirklich vital sind, haben wir eine ganz andere Energie. Ja, und das kann nicht beeinflussen, aber wie oft ist es so, dass wir vielleicht im Schnellen, weil wir einfach diese Zeit nicht haben, dass wir gerade mal schnell was essen müssen und dann geht es einfach weiter und man achtet da nicht so drauf. Alles Einflüsse, die uns beeinflussen. Aus meiner Sicht der größte Einfluss ist der aktuelle Elektrosmog. Das heißt, egal wo ich heute bin, habe ich ein WLAN, ich habe ein Netz, ich habe Frequenzen, die da sind. Wir bauen gerade die 5G-Türme auf. Alles Sachen und Frequenzen, die uns beeinflussen. Das ist auch nachweislich, gerade bei Jugendlichen, das zieht ihnen so viel Energie weg, dass die im Prinzip nicht so leistungsfähig sein werden, wie wir es vielleicht heute sind. Und dagegen gilt es natürlich, was zu machen, weil wir absolut immer in diesen Frequenzen leben und immer denen ausgesetzt werden, dass wir vielleicht schlechter schlafen und so weiter und so fort. Und das ist auch nachgewiesen, zum Beispiel, meine Frau hat einen Test gemacht mit den Sprays, dass wir auch dagegen wirken können. Das heißt, wenn wir sprühen, auch da die Frequenzen wieder auffangen und bündeln und dann vielleicht auch davon abhalten. Ja, Nebenwirkungen natürlich, Alkohol, Zigaretten etc. wissen wir alle selber, dass es irgendwo schädlich ist. Trotzdem wird es ja genutzt und das ist immer, was uns beeinflusst. Stress auf der Arbeit ist ja heute auch ein Thema, auch weil ich heute im Prinzip Tag und Nacht erreichbar bin, immer verfügbar sein muss, ist es natürlich so, dass ich dem ausgesetzt bin. Wir haben ganz viele junge Leute, die dann mit einmal mit 20, einfach 20 ausgebrannt sind und man fragt sich, wieso, weshalb? Die haben ja noch gar nicht wirklich angefangen im Arbeitsleben. Aber trotzdem habe ich diesen Einfluss. Ich komme nicht mehr zur Ruhe.
Und ich schaffe es nicht mehr, dieses sogenannte Life Balance zu haben, wo ich den gewissen, ja, das austolerieren kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, so dass wir sowas im Griff kriegen. Natürlich auch Umweltbelastung und immer alles so Einflüsse, die uns beeinflussen. Wir haben die Möglichkeiten mit unseren Sprays, die aus meiner Sicht auch sehr einfach funktionieren. Das war für mich natürlich ein Aspekt. Ich bin jetzt nicht aus der Gesundheitsbranche, aber die einfach gesprüht werden und einfach in die Zelle gehen. Und da sieht man jetzt auch, was drin ist, also Inhaltsstoffe, Heilpflanzen, Mineralien, Kristalle, kollodale Metalle, also sprich Silber und so weiter. Also man weiß ja alles, dass das gerade das sind ganz, ganz wichtige Stoffe, die dafür sorgen, dass unsere Zelle aktiviert wird. Und das ist ja so, mit dem Alter sinkt unsere Zellenergie. Wenn ein Mensch heute auf die Welt kommt, ist er nahe bei 100%, weil natürlich alles in Ordnung ist. Man weiß auch da, wenn ich da mal einen Schnitt habe, dass es noch einen Tag verheilt ist. Bei uns Erwachsenen, wenn wir dann älter werden, dauert es vielleicht mal einen Tag länger, vielleicht bei einem sogar noch länger. Wieso? Weil unsere Zellen vielleicht träge werden, weil wir nicht mehr so aktiv sind und dadurch die Selbstheilung des Körpers nicht so hoch ist. Und unser Körper ist ja so gigantisch aufgebaut. Das heißt, erst wenn die Energie unter 30% sinkt, kommen eigentlich die Krankheiten erst. Das heißt, so gigantisch, der federt vorher alles ab. Was ist, wenn wir uns schaffen, dass wir die Zellenergie erhöhen, dass wir bei 60, 70% sind und dass wir den Selbstheilungsprozess viel, viel höher haben? Weil es geht nicht darum zu sagen, dass das Spray oder unser Produkt was heilt, was absolut nicht der Fall ist. Also wir erhöhen die Zellenergie hier. Wenn die Zelle arbeitet, wenn die Zelle aktiv ist, habe ich eine Energie da, wo der Selbstheilung viel, viel höher ist. Ja, mehr als 3000 Informationen werden hier gebündelt und werden hier zusammengeführt, werden hier gemixt. Und das muss man auch so sagen, das ist auch ein Betriebsgeheimnis, das macht der Tibor tatsächlich selbst komplett. Das ist komplett verschlossen, das ist auch aufgeteilt, das ist sein Geheimnis, über was er sagt, okay, wir hatten 3000 Informationen, werden gleichzeitig der Zelle zugeführt durch das Sprühen und in dem Moment wird es in Sekundenschnelle verteilt. Ich sage mal, genauso ähnlich, wenn wir heute uns das Smartphone nehmen und ich sage mal, ich habe vorhin kurz mal aus Ägypten nach Deutschland telefoniert, das geht ja in Sekundenschnelle. Wir machen uns heute keine Gedanken, da ist kein Kabel oder sonst was, das geht direkt durch. Und so funktioniert es hier auch. Das heißt, ich aktiviere sofort die Zelle und es geht sofort in die Zelle. Und der Körper ist so clever, dass er sich das holt, was er gerade braucht. Es kann sein, wenn du hier sprühst, dass es am kleinen Zeh gerade die größte Baustelle ist und der Körper sagt, da brauche ich es gerade und da ziehe ich es mir hin. Das geht in Sekunden schnell und da fragen sich die Leute, wie geht das? Aber genauso funktioniert es. Und das Handy hat's ja, das haben die Leute von der Natur gelernt und nicht umgekehrt. Und deswegen, das hat der Timo hier genauso gemacht und hat quasi die Schwingung reingebracht, eine Frequenz, die wir reinbringen, wo wir es aktivieren. Ganz gutes Beispiel ist immer auch der Zitronentest. Den kann jeder jetzt machen. Wir sind natürlich jetzt online, aber Zitronentest, ich gebe mal das Beispiel, wenn ihr die Zitrone auspresst und die einfach dann mal auf zwei Gläser aufteilt und dann in zwei Gläser aufteilt und dann ist es wichtig zu sagen, ich nehme das Skin-Auricum, das ist das, wo etwas, man sieht es jetzt hier, Skin-Auricum, und ich sprühe es wirklich auf die von außen aufs Glas an. Und zwar das, ich decke es ab und sprühe es von außen, da wo jetzt das eine ist, teile die Zitrone auf und sprühe das von außen ein und lasse es erstmal mal stehen und da probiere ich mal beide. Auch das wieder in Sekundenschnelle und dann habe ich einen Unterschied im Geschmack. Der eine wird es vielleicht sagen, es sind 80%. Der andere sagt, es ist 20%, aber jeder wird den Unterschied spüren, das ist definitiv so. Und jetzt sagst du dir, ja gut, du hast es von außen gesprüht und das ist genau der Trick dabei. Das heißt, ich habe es noch nicht mal reingesprüht, ich habe es von außen aufs Glas gesprüht und es ist durchs Glas gegangen. Wir wissen natürlich, dass Glas mit das Stärkste ist, wo man sagt, man nutzt das in der Klinik, man nutzt das in Reagenzgläser und so weiter und so fort, dass das alles abhält. Und wenn es durchs Glas geht, dann geht es erst recht durch unsere Klamotten, dann geht es erst recht durch die Haut und zwar in Sekunden schnell und ich habe einen Unterschied. Und was passiert denn? Die Zitrone ist ja immer so, dass die leicht säuerlich schmeckt. Und in dem Moment aktiviere ich auch eine Zelle und dadurch schmeckt sie vielleicht leichter und ich habe dadurch eine Aktivierung da. Könnt ihr alle selber ausprobieren. Natürlich braucht ihr dafür die Produkte, wenn ihr heute neu seid, das erste Mal, aber sonst einfach mal den Test machen, es funktioniert. Wichtig ist, dass man die Gläser, auch wenn man einspült, erstmal wieder ein bisschen beiseite stellt, weil sonst kriegt das kleine Glas vielleicht schon mal die ersten Sprühe ab und das beeinflusst das auch schon. Das mal dazu. Jetzt kommen wir mal einfach zu unseren Produktlinien, die wir haben. Also grundsätzlich muss man alles sagen, alle Produkte sind EU-Zulassung, haben eine EU-Zulassung als Kosmetik. 5 Jahre getestet durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Kliniken und so weiter. Ich kann selbst sagen aus Erfahrung, dass wir das zum Beispiel bei Zahnärzten im Einsatz haben, wo zum Beispiel eine Nachblutung absolut so viel Effekt hat. Und zwar ist es nicht nur für die Nachblutung, es desinfiziert gleichzeitig.
wenn jemand die OPs macht, ich habe einen Zahnarzt, der sagte, ich operiere immer und das ist gigantisch. Ich habe keine Nachblutung oder kaum Nachblutung bei den Patienten. Ich habe gleich desinfiziert. Ich spüre es einfach im Mund. Das 32er oder das Bichur-32er, was jetzt extra nochmal für die Pandemie entwickelt wurde, funktioniert auch da. Und da gibt es ganz viele Ärzte, so wie die Bruns auch, die das nutzen und anwenden. Enthält Informationen aus der Natur. Auch das ist wichtig. Und wichtig ist auch zu sehen, egal welches Produkt ihr nutzt, das heißt, wir haben hier fünf Produktgruppen, wir haben 80% der Inhaltsstoffe sind gleich. Somit ist es im Prinzip fast, ich sag mal, gleich, was ich anwende. Weil es gibt ja Leute, die sagen, pass auf, das Sprühen, keine Ahnung, haben wir jetzt zum Beispiel im Bekanntenkreis gehabt, da hat jemand gesagt, ey, Sprühen, die hatten einen Sohn, der war oder ist 13 und hat ganz starke Akne gehabt. Da sagte, Sprühen, pff, will er nicht. Was hat meine Frau ihr gegeben? Das Showergel, also sprich, wo man sich waschen kann. Der hat sich damit 14 Tage das Gesicht gewaschen, regelmäßig. Nach 14 Tagen war das Gesicht tatsächlich sauber. Die Mutter rief an, war total begeistert und sagte: Du, ich weiß auch nicht, die hat so viel schon ausprobiert, vorher auch alles möglich, hat nicht funktioniert. Jetzt nach 14 Tagen, er ist selbst so begeistert, das Gesicht ist komplett sauber. Deswegen auch da, ab und zu ist es so, deswegen kann man nicht sagen, ihr wendet das und das an, macht eure Erfahrung. Ab und zu ist das einfacher oder das ist für den anderen angenehmer, dann nutzt das und wendet das an. Wie gesagt, das andere 20% ist immer Feintuning. Das heißt, bei dem einen ist vielleicht leicht Alkohol drin, um einfach tiefer zu gehen. Bei dem anderen ist es nicht drin, das ist Lavendel mit drin und so weiter und so fort. Wie wenden wir das an? Also, wir sprechen jetzt einmal von der Basis. Wir sprühen einmal das Skin, also was ich Auricum Skin, was ich vorher schon zeigte, was wir auch aufs Glas gesprüht haben. Einmal etwas schütteln und dann im Prinzip hier den Nacken sprühen, immer so 20, 30 cm Entfernung. Und dann kann ich im Prinzip auch vorne sprühen oder auch auf die Stelle, wo ich was habe. Und dann habe ich im Prinzip eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich Gelenkschmerzen habe, also ich hätte selbst den Fall, dass ich hier im Prinzip ein Gelenk, ja, beim Training merkte ich, okay, das tut mir weh. Dann sage ich, jetzt probiere ich es mal aus, habe es gesprüht während des Trainings und habe immer wieder dann quasi aufs Handgelenk auch gesprüht und hatte gemerkt, dass ich quasi, ja, dass ich das komplett gebessert habe. Nach jeder Einheit wurde es besser. Weil, was passierte? Die Durchblutung wurde angekurbelt, das war da und der Schmerz ging zurück. Und auch das wieder anzuwenden, ich habe jemanden gehabt, der hat wirklich gesagt, ich kann es nicht mehr greifen. Also hat das Problem, dass er im Prinzip, er war gerne, hat gerne Tennis gespielt und konnte nicht wirklich mehr den Tennisschläger festhalten. Und nach dem Sprühen, nach 20 Minuten, sagt er, wow, jetzt kann ich ja morgen wieder Tennis spielen. Ja? Also auch das ist dann im Prinzip so eine Erfahrung, die man da hat. Probiert es einfach aus. Das ist oft Sachen, wo man sagt, ach, funktioniert nicht. Probiert es aus, es funktioniert und ihr werdet Aha-Effekte haben. Das Auricum Sensitive ist im Prinzip das gleiche Spray, sensitiv, sensibel, ohne Alkohol mit drin, also gerade für die Aura, für die Haut, wenn man da was an der Haut hat, einfach auf die Haut, in die Aura sprühen, einatmen, das ist das Lavendel mit drin, auch sehr, sehr angenehm, für den Alter auch ganz gut mit anzuwenden. Das Hevel 3.1 ist ein Spray, wo ich sage, das kann Energiespray sein, aber es kann auch ein Spray sein, was dich absolut in die Mitte bringt, wo du einfach fokussiert bist, wo du diese Energie bekommst und das sprühst du zweimal unter die Zunge und das kannst du mehrmals am Tag machen und zumindest kannst du alles, beziehungsweise so oft wie du willst machen. Wir haben jetzt zwei bis dreimal am Tag präventiv, aber wenn du mehr hast, kannst du natürlich auch zehnmal nutzen. Also guck, wenn du mehr hast, kannst du es auch öfter nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es kann nicht sein, dass ich nutze es einmal und ich habe jetzt nichts verspürt. Auch das ist ja je nachdem, wo du stehst, was du gerade hast, kommst du davon. Weil das ist zum Beispiel ein Spray, wo das gegen Ängste, gegen Depressionen haben wir eine Erfahrung gemacht. Menschen, die einfach sagen, ich habe einen Fokus oder ich habe so viel Stress, sprüht es einfach mal rein. Auch bei Tieren übrigens. Ein Pferd, das zum Beispiel nicht in den Hänger geht oder auf den Hänger geht, sprüht es mal auf ein Stück Zucker und gibt dem Pferd das. Das geht ohne Probleme auf den Hänger, hast du keinen Stress mit. Ja, und jetzt kann man sagen, gut, aber das Pferd, verstehst du, und das einfach mal ausprobieren. Das sind einfach tolle Aha-Effekte, die Wahnsinn sind. Und, man kann bei Menschen sagen, ja, da musst du dann glauben, ist hier nicht so. Ja, was ich vorher schon sagte, sensitiv, das Spray, ja, was ohne Alkohol ist, Energieduschen, Hautbildoptimierung, reguliert, entspannt. Also ist oft ganz ein Spray, was man gerne dabei hat. Und das Schöne ist, wir haben ja alles im Prinzip in diesen kleinen Flaschen, aber auch in den großen Flaschen, also sprich 50 Milliliter, 150. Somit kann ich super in die Handtasche mitnehmen. Ich habe viele Partner, die sagen, das ist absolut Hammer Handtaschengeschäft. Jetzt ist es natürlich so, wir haben alles zu in Deutschland, aber was ist, wenn du unterwegs bist und du hast dich mal irgendwo ins Café gesetzt und sonst was und darfst mal sprühen? Dann sagt jeder, was ist das denn? Ja? Und dann sagst du, das ist mein Regenerationsspray, das ist meine Regenerationsdusche, wie auch immer. Und schon hast du das erste Mal über Leibeleis gesprochen an dem Tag. Und wir wissen, wenn wir dreimal am Tag sprechen und das permanent tun, dass der Erfolg sich automatisch einstellt.
Ja, das ist das Skin Auricum, das mit Alkohol. Ich will überhaupt nur unser Akutspray auch da. Muskeltonus, wenn du zum Beispiel Muskelkater hast, kannst du es ganz gut anwenden. Regeneriert allgemein, also für viele, viele Sachen einfach anwendbar. Wichtig ist, dass etwas Alkohol drin ist, wenn du es in die Augen sprühst, könnte es brennen oder auf eine offene Wunde. Auch das ist wieder da, aber auch da merkst du natürlich, dass da sofort ein Effekt sein kann. Hier nochmal das 3.I: Energie, Entstressung, wirklich Ruhe, Ängste, wenn da sind, einfach mal ausprobieren. Auch bei Kindern funktioniert es und überall. Also es kann auch sein, dass es dich in die Mitte bringt. Also meine Frau hat zum Beispiel sehr viel gearbeitet in der Woche, wo wir es vorgestellt bekommen haben. Und sie wurde zum Beispiel sehr, sehr müde. Das habe ich jetzt zum Beispiel von einer Kollegin hier in Ägypten jetzt auch gesagt. Die sagt, seitdem ich das sprühe, nächsten Tag war ich sowas von müde, ich musste schlafen. Ich habe auch super geschlafen wie ein Stein, sagt sie. Aber ich bin jetzt total fit und total voller Energie. Also das war jetzt das Feedback, was ich diese Tage noch gekriegt habe von jemandem, der es einfach mal so genutzt hat. Das 32 steht auch für 32, weil in der Regel hat der Mensch 32 Zähne, wenn er noch keine raus hat. Deswegen 32. Dazu gibt es bei uns einmal, man kann sich damit die Zähne putzen. Wir haben mittlerweile eine Zahnmilch, wo man sich die Zähne mit putzen kann. Einfach mal anwenden. Wir haben ganz viele Menschen, die haben Zahnbluten oder Zahnstein. Also auch da haben wir gigantische Erfahrungen, Feedbacks. Also ich habe jemanden gehabt, der sagt, nach 4 Wochen ist Zahnstein weggebröckelt. Und also ich habe damit jetzt nicht das Problem gehabt, aber der erzählte mir das. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, war dann bei mir in der Struktur, in der Gruppe irgendwo und hat es dann bestellt. Und ich merke mit einmal, der bestellt für 800 Euro. Und sage, was ist denn der Grund? Ja, dann erzählt er mir diese Story. Sagt, ich kenne natürlich viele, viele, ich bin sonst immer zu professionellen Zahnreinigungen gegangen und da habe ich mir das vom Zahnarzt entfernen lassen. Jetzt habe ich es durch Spray gekriegt. Ich finde das so gigantisch. Das hat für mich so viel Qualität bedeutet. Ja, und deswegen nutze ich das und deswegen will ich das jetzt auch weitergeben. Ja, ich sagte schon, Pflege für Körper und Haar. Also wir haben hier im Prinzip auch immer unterscheiden wir zwischen Lavül und Solvül. Entscheidend ist, alle Produkte sind bei uns entgiftend, aber das Solvül ist wesentlich entgiftender. Also das bitte einmal, wenn ihr damit anfängt, nicht bitte mit Solvül anfangen, sondern immer erst mit der blauen anfangen. Und man kann nach 4 bis 5, 6 Wochen, je nachdem, entweder das dazu nehmen oder auch tauschen oder in der Kombination nach wie vor behandeln. Also gerade die Body Lotion ist ja im Prinzip auch ein Produkt, was ja, die heißt eine Body Lotion, hört sich jetzt simpel an, aber auch da mit der Body Lotion einfach mal eincremen. Ihr werdet merken, was da auch passiert. Auch da wieder entgiftend, auch Wunden, die zum Beispiel zugehen oder sonst was. Ne? Also gerade im aktuellen Fall jetzt hier, wo jemand wirklich offene Füße hat, sowas habe ich vorher nicht gesehen, hat die Body Lotion genutzt, jetzt über 3 Wochen und schickt mir jetzt Bilder. Hat natürlich auch noch das Spray genommen, aber mit der Body Lotion sich regelmäßig eingecremt. Ich hatte ihm damals empfohlen, dass es so 3 bis 5 Mal am Tag gemacht werden sollte. Ich weiß nicht, wie oft das gemacht hat, aber ich habe jetzt die Bilder gekriegt jetzt gestern und da ist einfach ein gigantischer Fortschritt, wo du denkst, das sind offene Wunden, das geht eigentlich gar nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen sowas hätten haben können, aber in dem Fall war es wirklich zu sehen, was da passiert ist. Auch da bitte aufpassen, heißt es zwar Body Lotion, aber nicht einmal sagen, okay, ich tue mir was Gutes und creme mal den ganzen Körper ein. Es könnte passieren, dass du nächsten Tag flach liegst, weil es so viel stark entgiftet. Also wir haben eine Person gehabt, die meinte, okay, Body Lotion ist ja von dem Body, ich creme mich mal komplett ein und hatte nächsten Tag Fieber, weil einfach so eine starke Entgiftung da ist und der Körper das nicht so schnell verarbeiten konnte und das bringt dazu, dass du vielleicht Fieber bekommst oder sonst was. Also es kann eine Erstverschlechterung geben, ist andersrum auch ein Zeichen, dass da was passiert. Deswegen einfach langsam vielleicht mal rantasten oder vielleicht nur mal einen Teil und so weiter und so fort. Das Stammzellenserum, das ist das Öl, was ich vorhin sagte, das ist einer der ersten Produkte, die der Tibor entwickelt hat, für Falten, für Verjüngung, für Leberflecken, also Altersflecken im Gesicht hatte ich bei jemandem schon, das ist dann nach einigen Tagen sogar weg gewesen. Wenn du irgendwie Muttermale hast oder Narben hast, das in der Kombination zum Beispiel mit dem Bodylotion, was man da einfach kombiniert, die Body Lotion drauf, 2, 3 Tropfen von dem Serum eingerieben ins Gesicht, aber auch auf die Stelle und so weiter und so fort. Also da auch im Prinzip gibt es ganz, ganz viele tolle Erfahrungsberichte, wo es einfach funktioniert, das Öl. Und wir wissen auch, mit Ölen gibt es natürlich auch viele, viele Differenzen. Also es gibt ja sogar Ölmärkte, wo du für Öl sehr, sehr viel Geld bezahlen kannst. Hier sind wir sehr, sehr, ich finde mal, solide mit dem Preis, auch was das angeht. Das reicht doch viel zu lange. Und was das auch tut, das Öl, das ist einfach auch gigantisch. Impulssaft, das ist das einzige Produkt, was wir haben, was wir im Prinzip trinken. Und einerseits natürlich erfrischender Energiedrink, Aktivierung des Immunsystems, so gerade wenn jemand Darmprobleme hat, Magenprobleme hat,
Darmreinigung. Und wir wissen ja, also wenn ich meine Frau mal höre, die sagt, 80% der Menschen, wenn der Darm gesund ist, dann ist alles andere auch okay. Das heißt, wenn ich den Darm im Griff habe, und da gibt es ja so viele Menschen, die sagen, ich habe ein Problem damit. Und wenn ihr schon mal irgendwie einen Shake oder sonst was getrunken habt, habe ich auch alles vorher. Es ist oft vielleicht nicht so erträglich, also boah, kriege ich gar nicht runter. Dann will ich mal behaupten, das hier kannst du super trinken. Also ich gebe dir sogar einen Tipp, mach da, das sind 15 Milliliter, machst ins Wasser rein, einen halben Liter, mach noch ein paar Eiswürfel mit rein, dann hast du wirklich das Gefühl, dass du irgendwie Whisky trinkst, das ist echt, und da kriegst du es super runter, funktioniert auch klasse, da ist etwas Ingwer drin, perfekt, also da hast du eine tolle Verdauung auch dann, und das, wenn du etwas mehr nimmst, hast du sogar den Effekt, dass du vielleicht auch sogar Kilos reduzieren kannst. So eine Flasche reicht dann für einen Monat, wenn du selbst das nutzt. Man sollte aber mindestens einen Monat das machen. Idealerweise, um eine komplette Regeneration zu haben, sind es 4 Monate, sagen wir dann. Deswegen probier es einfach aus und auch da Rieseneffekte, die wir haben. Wir haben eine Gesichtspflege und was ich da gerade betonen will, sind unsere GEMA-Produkte. Das heißt, die GEMA Prevent gerade hat den Global Award gewonnen und hat im Prinzip da. Ist die Nummer 1 geworden, was die Gesichtscreme, was die Anti-Aging-Creme angeht. Und einige haben es ausprobiert. Und ich glaube, auch hier in der Runde gibt es gigantische Effekte. Ich glaube, wenn du es einmal nutzt und das zum Beispiel mit dem Öl als Kombi oder auch überhaupt nur, man merkt einfach, was da für Effekte passieren. Oder wir haben zum Beispiel die Ananga-Creme, die als Maske dient. Auch da eine Maske zum Beispiel, die musst du ja sonst aufsetzen und dann wieder abwaschen. Das musst du hier nicht. Mach's mal zu Nacht zum Beispiel oder abends, wenn du also als Frau nicht auch mal vielleicht sagst, ich schmink mich ab und wasche mein Gesicht und dann mal die Maske einfach mal drauf. Es zieht so leicht, es ist sehr angenehm, du musst ihn nicht abwaschen. Gigantische Effekte einfach da mal ausprobieren. Dann haben wir noch 2 Stifte, das ist der Nofret-Stift und den Leon-Stift. Das sind Stifte für die Augenringe. Das Nofret-Stift ist für den Tag, also Alter, das ist eine Art Milch, die man da drauf tut, die man dann nutzen kann. Leonstift ist ein Stift, den man so ja, nach einer Party nutzen kann, wo es schnell gehen soll, wo ich bezüglich gewisse kleine Straffung haben möchte, wo ich sage, ich habe wenig geschlafen, morgens soll es weitergehen. Dafür ist es gedacht, kann ich ganz gut da einsetzen. Auch da, wer es genutzt hat, will es eigentlich nicht mehr missen. 2 Produkte haben wir, die wir als Nahrungsergänzung ja, sehen würden: einmal fürs Herz und einmal das Orange Bleu fürs Gehirn. Also die beiden Sachen, also beim Pentel Heart oder Pentel Impuls wird jetzt umbenannt, ist es für den Herz-Kreislauf. Da haben wir gigantische Erfahrung, zum Beispiel Ralf Klack, der Vater, der 84 ist, also über 80 ist und der jetzt in dem Alter quasi nochmal nach einem Jahr, also das Einnehmen von Pentel Impuls oder Pentel Heart, vom Arzt bestätigt bekommen hat, dass die Herzleistung um 5 bis 10% sich verbessert hat. Ich sage, normalerweise ist es genau andersrum. Das heißt, in dem Alter verschlechtert sich die Herzleistung. Die hat sich da verbessert. Er sagt, ich weiß nicht, was Sie machen, aber das, was Sie machen, ist richtig. Und da haben wir viele von, die das im Prinzip sagen, ich nutze es. Ich habe jemanden, der sagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, ich habe Bypass gehabt, ich habe so viele Tabletten schlucken müssen und das durfte ich mit der Zeit komplett absetzen und habe im Prinzip mich komplett nur auf das fokussiert. Und das macht eine Lebensqualität. Also wenn du es einmal erfahren hast, hast du eine Lebensqualität. Ne? Da ist OPC mit drin, da sind noch ein paar andere Stoffe mit drin, die einfach gebündelt sind, wo ich dann eine pro Tag nehme. Ich nehme es ab und zu auch vom Sport, wo ich vielleicht mal 2, 3 nehme. Das aktiviert auch nochmal die Herzleistung. Aber das musst du selbst ausprobieren. Wenn du startest, dann starte mit einer pro Tag. Das Orange Bleu ist fürs Gehirn, entstresst das Gehirn insgesamt. Also zum Beispiel für jemand auch, der Depressionen hat oder auch epileptische Anfälle hatten wir jetzt auch jemand, der da was hat, weil das Gehirn einfach entstresst. Menschen, die schlecht schlafen können, Konzentrationsschwierigkeiten haben, das ist eine Lutschtablette. Die kannst du abends zum Beispiel vom Schlafen gehen, einfach mal dir in die Seite legen, einfach ja, lutschen. Dann wird es über die Schleimhäute verteilt und dann hast du im Prinzip einen kompletten Fokus, guten Schlaf. Wie auch immer, probier es aus. Da haben wir auch ganz, ganz tolle Effekte, was das angeht. Ein paar Erfahrungsberichte, wo wir einfach mal sehen, jetzt sieht man hier mal die mit den Zähnen. Also das 32er ist im Prinzip da ein ganz wichtiger Aspekt hier. Also vorher, nachher, also man sieht jetzt nach 3 Wochen gesprüht, sind die Zähne wesentlich heller geworden, weißer geworden. Vielleicht kann man das Bleaching auslassen und kann im Prinzip das mit natürlich quasi auch da beeinflussen. Also meiner Frau hat es auch geklappt und man sieht auch hier nicht nur die weißen Zähne, sondern auch das Zahnfleisch, wie sich das erholt hat. Und das auch, es kann sogar sein, dass bei einigen das Zahnfleisch sogar wieder zurückkommt, wenn es weit nach oben gegangen ist. Auch das sind Effekte, die entstehen können. Einfach gigantisch. Und gerade heute, wo wir die Maske so oft tragen, haben wir natürlich viele Bakterien, die wir einfach durch den Mund schleusen. Absolut top.
Also du kannst auch die Maske zum Beispiel mit einsprühen, damit dann nicht, dass die nass wird, aber wenn du von aus der Entfernung machst, erstens hast du einen frischen Atem dann und hast im Prinzip auch da. Und ich habe sogar jemanden jetzt auch, der quasi ein Asthma-Spray sonst hatte, der nutzt jetzt das 32 und hat im Prinzip damit auch ja, sein Asthma-Spray ersetzt. Und sagt, ich habe natürlich das Produkt dadurch. Hier mal eine Wunde, ein Schnitt im Gesicht an einer ganz, ganz blöden Stelle eigentlich, wo es dick wird. Nach 10 Minuten, nach 30 Minuten, nach 4 Tagen ist das Geschichte. Also da kann ich auch einige Beispiele von uns in der Familie sagen. Ich sagte ja, mit 4 Kindern passiert ja einiges bei uns. Auch da hat unser Sohnemann sich zum Beispiel langgelegt mit Inlinern komplett das Knie aufgeschwappt. Und dann habe ich gesagt, komm, darf ich dich so einsprühen? Das brennt vielleicht. Aber ich habe nämlich das mit Alkohol genommen. Sagte, ja, Papa, mach mal. Und du konntest wirklich zusehen, wie die Wunde zugeht. Also das heißt, du brauchst kein Pflaster, keine Bandage. Das war halt, gerade beim Kind geht es ja noch schneller, weil ich da nochmal die Zelle aktiviere. Und die Erfahrung haben wir eigentlich ja selbst gemacht an der Family auch. Hier zum Beispiel mit dem Haarpflege, also Shampoo, und zwar wie Solvul und Lavul, nach 10 Wochen, dass da Haare wieder nachgewachsen sind. Und das ist jetzt nicht ein Einzelfall. Also ich kenne diese Person jetzt persönlich nicht, aber ich habe jetzt selbst in der Struktur einige, wo jemand mir das geschickt hat, Eddie, das Haar ist nachgewachsen. Ich habe jetzt glücklicherweise nicht das Problem, aber es gibt viele, die wirklich die Situation haben und was passiert? Ich habe die Zellen aktiviert und dadurch kann das Haar nachwachsen. Das kannst du auch übrigens bei Damen nutzen, wenn du sagst, die haben dünnes Haar oder sonst was, auch da aktiviert es. Achtung, wenn du die Haare färbst oder tönst, könnte es sein, dass du vielleicht etwas schneller wieder zum Friseur musst. Das ist jetzt aktuell, wenn sie alle zu haben, noch ein größeres Problem. Von daher, aber auch da wieder, wenn du nachher vielleicht nach 6 Wochen zum Friseur gegangen bist, kann es sein, dass du schon nach 4 oder 5 Wochen musst, weil im Prinzip die Zelle aktiviert ist und jetzt das Haar schneller wächst. Ne? Haben ausprobiert. Shampoo auch hier, vielleicht auch mal ein Tipp. Also meine Frau nutzt das und die hat wirklich volles Haar. Die macht es vorher abends rein und lässt es über Nacht drin und wäscht es nächsten Morgen aus. Und wenn du das mal hinterfragst, beim Friseur zum Beispiel, es gibt heute kaum ein Shampoo, was du einwirken lassen kannst in dieser langen Zeit, weil einfach so viel Chemie drin ist und das ist die Kopfhaut beeinflusst. Und auch das ist wieder ja, eine Situation, dass man sagt, ich kann es einwirken lassen ohne Probleme, kannst es morgens auswaschen, hat natürlich nur einen zusätzlichen Effekt. Einige haben es bei uns sogar in der Gruppe gemacht, dass sie fast den ganzen Tag drauf gelassen haben, aber gut, das muss man dann selber testen. Das war jetzt nicht mein Vorschlag. Ja, hier ist zum Beispiel jemand, der vom Pferd getreten wurde, also ich selber Pferdewirtin und arbeite mit Pferden und wurde da getreten vom Pferd. Man sieht, dass sie hat wirklich nicht nur diesen Cut gehabt, sondern auch ein Trauma gehabt. Und ihr wurde gesagt, sie kann nicht mehr arbeiten in dem Job. Nach einem Jahr sah das so aus und dann wurde ihr auch so eigentlich aus der Klinik oder sonst was entlassen. Und dann hat sie 2 Monate quasi das Öl genutzt und das Sensitive gesprüht. Und ich kenne Personen, die sie persönlich auch kennengelernt haben und auch kennen. Du sagst, wenn du davor stehst und das nicht weißt, siehst du eigentlich nichts. Fühlen tust du gar nichts mehr. Es hat sich wirklich komplett erholt. Und das ist der Effekt dabei. Das heißt, wir aktivieren ja eine Zelle, das, was bei der Zitrone passiert ist, dass alles, was wir nicht von der Geburt an haben, dass sich das zurückentwickeln kann. Ich sage immer nur kann, also jeder Körper ist da anders, aber es kann theoretisch dann auch so eine Narbe zurückgeben, weil ich dann eine Aktivierung habe. Ne? Und das ist, finde ich, gigantisch, wenn du überlegst, gerade so ein junges Mädel dann im Gesicht sowas und das sieht heute ja wirklich toll aus. Hier zum Beispiel die Schlüpfwunde, was ich schon sagte, bei unserem Sohn war das Gleiche. Draufsprühen, dreimal gesprüht, nach 10 Minuten, nach einem Tag hast du wirklich Ruhe. Also, das haben wir jetzt, ich habe es auf einer Party gehabt, wir saßen da und da hat sich tatsächlich jemand verletzt. Und derjenige, der, wo wir waren zu Gast da, der Gastgeber hatte dann auch schon lange Lass und kam sofort, da bin ich gar nicht sofort gekommen, sprühte sofort drauf und die Person sprach weiter und hat auch das Pflaster daneben liegen. Aber bis sie das Pflaster aufgegeben, war das schon wieder verheilt, da brauchte sie gar kein Pflaster mehr. Also auch das mal, probier es einfach mal aus, weil es ist auch gleichzeitig desinfizieren. Wenn du irgendwo einen Cut hast, draufsprühen, gleich desinfizieren, Wunde geht, schließt fast von selbst, sogar wenn so große, wo viel Blut auch vielleicht fließt, die Blutstillung ist sofort da. Tobias Eggers ist heute auch mit einer der erfolgreichsten Ballabellats, hatte Rosacea damals. Also ich sage damals, das ist vor 5 Jahren her. Also man sieht jetzt, wenn man so links aussieht, das ist nicht gerade schön. Das ist gerade nicht für Selbstbewusstsein nicht so toll. Der hat damals sich überreden lassen, hat gesagt, komm, ich habe schon alles ausprobiert, ich probiere es jetzt aus, hat eine ganze Ration gekauft und hat da wirklich gesprüht, gewaschen, alles Mögliche, das über 3 Monate und nach 3 Monaten hat er diesen Effekt gehabt. Ihr könnt ihn heute auch googeln, der ist bei Instagram ganz gut unterwegs oder auch bei Facebook.
wohnt heute auf Mallorca und der hat tatsächlich heute immer noch so ein Gesicht, macht das Geschäft, er macht nichts anderes, wie er sagt, erzählt diese Story von sich. Hat heute wirklich ein glattes Gesicht, keine Probleme mehr. Für ihn war es im Prinzip so das, was sein Leben jetzt verändert hat. Ja, und das kann passieren. Wie gesagt, da hat es 3 Monate gedauert. Also es ist nicht immer so, dass es gleich vielleicht funktioniert, aber ab und zu ist es so, dass man etwas länger dranbleiben muss und dann funktioniert es. Hier hat jemand den Test gemacht, auch wieder zum Beispiel mit der Gena-Creme und mit dem Stammzellenserum, das Gesicht mal für einen Monat, also nur eine Hälfte eingecremt. Ich glaube, man sieht, welche Hälfte das war. Und man sieht, was da für eine Verbesserung da ist. Und ich sage mal, das habt ihr ja vielleicht auch selber mal probiert. Also ich weiß, in der Runde sind ja auch einige, die sagen, wir haben es getestet, wir haben es zu Hause getestet. Wenn du dann mal einige Wochen jemanden nicht siehst und der nutzt das, dann sagen sie, was ist mit dir dann passiert? Und es verändert tatsächlich was. Also, und das ist wirklich ein Versuch. Ich fand das schon sehr mutig. Also den nächsten Monat hat es natürlich auch die andere Hälfte gecremt und das ist, glaube ich, heute alles soweit wieder gut. Ja, letztendlich geht es immer um Schönheit und Schönheit ist ja nicht immer nur von außen, Schönheit ist auch von innen. Und deswegen ist das Alter völlig egal, wann du bist. Wenn du von innen die Schönheit ausstrahlst, wenn du von innen die Begeisterung hast, ja, dann reißt du Leute mit, dann steckst du Leute an, dann hast du ein Feuer da. Dann sagt jeder, ey, das, was sie hat, das, was er hat, das will ich auch haben. Und letztendlich geht es, was ist, wenn wir es hinbekommen, zu sagen, nicht nur von außen irgendwie eine Creme drauf zu machen, sondern wir wollen wirklich von innen strahlen und das gemeinsame durchzuziehen. Darauf denke ich, kommt es im Leben an, wenn wir glücklich sind. Ich sage immer, wenn das zwischen deinem Gehirn und deinem Herz passt, wenn du in dir selbst ruhst, dann bist du glücklich. Das ist glücklich. Das ist nicht immer mit Geld zu bezahlen, sonst was. Das ist letztendlich das, was du empfindest. Und wenn du das hast, und auch das ist, wir sagten ja auch vorher, eine Bewusstseinskosmetik. Es kann sein, dass du sagst, ich werde jetzt komplett, ich bin klar, ich treffe gewisse Entscheidungen, die ich vielleicht so vorher nicht getroffen habe, weil du einfach klar da bist, weil die Zellen voll funktionieren, weil du Entscheidungen triffst. Ja, über unsere Produkte wird gesprochen und es geht auch eigentlich darum hier, wir haben ja vorher schon gesagt, das Network Marketing ist ein Weiterempfehlungsmarketing. Das heißt, wenn du heute irgendwo was erzählst und dann ist es nicht so, dass du sagst, dass das jemand dir vielleicht sagt, sagt dir jemand Danke, wenn du heute eine Kfz-Werkstatt fährst und sagst, das war super, erzählst es deinem Nachbar und der fährt da auch hin, dann hast du in der Regel nichts von. Bei uns ist es so, wenn du davon weitererzählst und sagst, ich habe die Aha-Effekte gehabt, hast du die Möglichkeit sogar auch Geld verdienen, vielleicht etwas, aber vielleicht auch etwas mehr. Je nachdem, wie du gerade auch das möchtest, hast du die Möglichkeit, hier übers Weiterempfehlen auch dir eine Provision zu sichern, ein kleines Einkommen zu sichern. Das hängt ganz von dir ab und das dürfen wir tun. Ich möchte kurz nochmal dazu kommen, wie ist die Gesellschaft heute aufgeteilt bei uns also bei uns eigentlich in der Gesellschaft. Wir sind eigentlich immer in diesen 4 Kategorien aufgeteilt: Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer und Investor. Und das sind ungefähr so die Verdienste, die da stehen. Ich denke, jeder, der irgendwo im Wirtschaftssystem aktiv ist, wird sich da irgendwo wiederfinden. Letztendlich muss man dazu sagen, das heißt, Angestellte, Selbstständige sind ungefähr 90% der Menschen und 10% gehören irgendwo auf die andere Seite. Unternehmer, die quasi auch schon jemand haben, der Mitarbeiter, die da arbeiten, wo er sich vielleicht auch etwas rausziehen kann, Investor, der das Geld hat investiert und das Geld für sich arbeiten lässt. 90% zu 10%, andersrum ist es auch genauso. Das heißt, 10% des Geldes ist bei 90% der Menschen und 90% des Geldes ist bei 10% der Menschen. Ja, und das ist die Frage, wo willst du hin? Was hast du für Möglichkeiten? Ich glaube, wir können dir einfach dadurch einen Plan B anbieten. Und heute in der Zeit finde ich mehr denn je wichtig vielleicht, zu sagen, ich will ein zweites Standbein haben, ich will mir was aufbauen, ich will mir wöchentlich vielleicht etwas Geld dazu verdienen. Und das funktioniert hier, wo du sagst, ich gebe es einfach nur weiter, weil ich das erfahren habe, weil ich davon begeistert bin. Und was ist, wenn du da ein paar 100 € verdienst? Vielleicht sogar die Woche, vielleicht auch sogar etwas mehr. Da kenne ich einige von, das funktioniert. Man kann sich das aufbauen. Entscheidend ist für mich immer, das möchte ich dir mitgeben, wenn du es machst, mach es konstant. Entscheide dich und mach es konstant. Weil ich habe festgestellt, viele Menschen sagen, ja, das will ich machen, ich bin begeistert. Laufen da los, ich mache mal das Beispiel mit Sport. Ich habe früher viele Lauftrainings gegeben. Da starten die durch und joggen 2 Monate durch. Und sagen, wow, ich habe jeden Tag gelaufen, ich bin 5-mal die Woche gelaufen. Und dann hören sie mit einmal auf, weil irgendwas zwischengekommen ist, wie auch immer. Die Situation ist einfach, in diesen 2 Monaten hast du zwar viel gelaufen, aber es hat echt nichts gebracht, weil entscheidend wäre es, wenn du konstant jede Woche zum Beispiel nur einmal läufst, aber das konstant durchziehst, weil dann hast du einen Effekt davon. Das ist hier genauso. Wenn du sagst, ich habe nur 2 Stunden Zeit, am Tag oder in der Woche oder 10 Stunden, wie auch immer. Aber dann mach's konsequent jede Woche. Und dann wirst du merken, es wird sich automatisch der Erfolg einstellen. Das ist für mich, das kann ich dir heute so mitgeben. Und vielleicht ist es ein Plan B für viele gerade.
Wir haben hier im Business eine Geschäftsidee, die Corona-fähig ist, sage ich mal. Das heißt, Corona-konform ist. Das heißt, egal wo du gerade sitzt, kannst du es machen, weil Internet haben wir. Wir können das übermachen. Wir können heute einen Zoom machen. Wir können es darüber treffen. Das Schöne ist, wir können, egal wo die Leute gerade sitzen, können wir kontaktieren. Dann kommen wir, machen mal Zoom und wir erzählen es drüber. Also nutze die Chance. Und ich finde, das ist eine tolle Chance, die man einfach hat. Network Marketing ist ein Riesenbusiness, wenn du das noch nicht weißt. Also kannst du mittlerweile auch, mittlerweile seit 1978 in Deutschland auch studieren. An der Uni Worms ist das. Professor Dr. Zacharias hat das ganz besonders unterrichtet, auch gepusht damals. Das kannst du heute an der Fachhochschule ganz normal studieren. Ist aber ein Riesenbusiness, hat 200 Milliarden Umsatz, Dollarumsatz weltweit, über 100 Millionen Mitarbeiter, die da mitarbeiten oder im Prinzip, die da dran partizipieren von. Deswegen ist es kein Business, was zu unterschätzen ist. Und wenn man jetzt mal sieht, die Kurve hier, das ist immer gewachsen, egal wie die Zeiten waren, es ging immer aufwärts. Und viele Prognosen sagen, gerade jetzt, aufgrund der Situation, die wir da haben, wo es alles digitalisiert wird, und wir haben eigentlich ein Digitalisierungsunternehmen, das heißt, es ist digital absolut darauf ausgelegt. Du brauchst eigentlich nicht mehr. Du brauchst einfach nur einen Internetzugang und du brauchst dein Smartphone. Das war's. Da hast du alles da. Bei Levelets hast du ein komplettes Backoffice, wo du dein ganzes Business überwachen kannst. Alles damit drin. Also viele, viele Möglichkeiten. Wenn du das aufbauen kannst, eigentlich kriegst du einen Online-Shop. Ich sage immer so ähnlich wie bei Amazon. Du hast ein Kundenkonto, darfst einkaufen, aber darfst auch das Business drüber machen, kannst alles darüber managen, hast deine ganze Partner damit bei, kannst alles überwachen quasi, kannst das auch steuern von da aus. Ich finde es einfach gigantisch. Also ich habe es lieben gelernt, in dem, was ich vorher gemacht habe, habe ich auch geliebt, aber jetzt ist es so, ich habe eine gewisse Freiheit, ich kann es von überall machen, ich kann aktuell unterwegs sein und trotzdem kann ich das Business betreiben. Und was wir vorher schon sagte, die globale Expansion kommt noch. Und das ist entscheidend vielleicht. Also wenn Unternehmen schon fest da sind, dann wird zwar leichtes Wachstum da sein, es kommen ein paar Produkte dazu und so weiter und so fort. Es gibt ja genug Unternehmen, die funktionieren nach wie vor heute, aber die ganz großen Gewinner, sage ich mal, der Expansion, die sind vorher geboren worden. Wenn du heute dabei bist und weißt nachher gleichzeitig auch, wie die Struktur bei uns funktioniert, dass es alles noch unter dir aufgebaut wird, wenn du vorher dabei warst, dann hast du riesen Möglichkeiten. Weil die großen Märkte kommen noch wie Asien, wie USA. Ja, das ist noch, da kommt noch vieles dazu. Afrika kommt auch alles dazu. Alles Märkte, wo wirklich noch richtig was passieren wird. Also wir in Europa sind eigentlich in der Minderzahl. Das heißt, oft ist es so, kommen die Unternehmen aus USA, aus Asien, nehmen Europa als letztes mit. Hier ist es genau andersrum. Was passiert, wenn wir die Welt so erobern können und du bist dabei? Wie kannst du starten? Du kannst natürlich sagen, du, ich will die Produkte haben. Derjenige, der dich heute eingeladen hat, dass du sprichst ihn an, sagst du, ich will die Produkte haben. Kannst es bei ihm erwerben, dann gibt es bei uns eine Preisliste und darüber kannst du es kaufen. Oder du sagst, du, ich lasse mir eine Kundennummer einrichten und dadurch hast du einen Zugang, kannst du selbst bestellen online und lässt die Produkte zu dir nach Hause kommen. In der Regel 3 bis 4 Werktage hast du das zu Hause. Du bestellst selbst, du bezahlst es selbst per Kreditkarte, PayPal, wie auch immer. Alle Möglichkeiten, die man so kennt. Und das kommt zu dir nach Hause, problemlos. Du kannst es überwachen, du kannst es sehen. Alles da. Oder du sagst, ich steige als Premium-Partner ein, dann heißt das, ich entscheide mich, ich will noch ein bisschen Geld damit verdienen, ich will es weitergeben. Dann hast du die Möglichkeit auch natürlich. Jedem ist es freigestellt, was er macht und wie er es tut. Jeder kann das Tempo selbst bestimmen. Eins sollst du dir klar sein, du bist dafür verantwortlich, wenn du es entscheidest und nicht jemand, der da sitzt. Natürlich kriegst du von uns den kompletten Support, du kriegst die komplette Unterstützung. Einfach for free. Das heißt, es kostet dir nichts zusätzlich, es kostet dir einfach nur Zeit und Energie und Wille und Entscheidung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das mitbringst, haben wir viele Möglichkeiten. Wie sieht das in Zahlen aus? Du kannst natürlich mit einer kleinen Möglichkeit einsteigen. Das ist gut. Das ist unser Basisprotokoll mit 93 Euro netto. Gibt es so eine Art Gift-Package, wo alles mit bei ist. Und du steigst mit einem Business-Paket ein, weil du sagst, ich will das Business machen. Dann macht es durchaus Sinn, mit einem Business-Paket einzusteigen, weil einfach da gewisse Produkte schon da sind. Wenn du das weitergeben willst, dann macht es Sinn, dass du Produkte da hast. Es macht keinen Sinn, wenn du sagst, ich habe 2, 3 Produkte, die will ich selber nutzen, aber ich kann sie ja keinem zur Verfügung stellen, ich kann sie ja keinem zeigen. Beim Business-Paket ist es so, du hast die Produkte in groß und klein, somit kannst du die großen vielleicht für dich selbst nutzen, die kleinen kannst du vielleicht weitergeben. Ich würde sie nicht verschenken, ich würde sagen, nutze doch für 7 Tage, gib mir einfach Feedback. Und gerade am Anfang kann man sagen, du, ich suche Testpersonen. Dann suchst du die 10 Testpersonen und sagst, pass auf, ich stelle dir ein paar Produkte zur Verfügung, bitte dokumentiere das, gib mir doch ein Feedback, weil mir ist das ganz wichtig. Ich bin davon begeistert. Was ist, wenn du auch davon begeistert bist und du gibst mir Feedback?
Funktioniert gigantisch. Könnt ihr ausprobieren. Das Tolle ist, die können nicht woanders hinlaufen, könnt es vergleichen. Das ist das Tolle an unserem Produkt. Wenn du was anderes machst, ich sage mal zum Beispiel Nahrungsergänzung, da gibt es 350 verschiedene von. Dann sagt er, wieso nehme ich das nicht von Müller und das hier, das. Jeder hat zwar seine Merkmale. Hier ist es so, es gibt keine Vergleichbarkeit. Es gibt kein anderes Sprühprodukt aktuell auf dem Markt. Das wird vielleicht nicht immer so bleiben. Aktuell ist es aber so und das ist ein Riesenvorteil. Wenn du das nutzen möchtest, kannst du damit wirklich durchstarten. Du hast natürlich noch einen Preisvorteil in Form von Produkten, wenn du die Businesspakete nimmst. Und somit kannst du dann einsteigen. Lass dir das sagen von dem, der dich jetzt heute eingeladen hat. Wie sieht das aus strukturmäßig? Hier ist es mal kurz aufgeführt. Wenn du jetzt selbst einsteigst und du da mit dem Herz bist, mit dem Blauen da, und du hast jetzt auch wieder zwei Menschen, die sagen, ja, ich will das auch machen. Und du zeigst ihnen, wie sie auch zwei Menschen dazu führen, dass sie es genauso machen. Dann hast du schon eine kleine Struktur. Eine Gesamtstruktur und alles, was da an Umsatz zusammenläuft, das kommt bei dir auch hoch und du kannst davon partizipieren. Wichtig ist, da kommt ja vielleicht auf das in die Idee, es ist ja ein Schneeballsystem. Schneeballsystem ist erstens illegal in Deutschland oder überhaupt nicht zugelassen. Beim Schneeballsystem profitiert immer der da oben. Der entscheidende Unterschied ist hier, auch der Rote oder der Grüne. Wenn der richtig Gas gibt, kann der den nächsten überholen. Das heißt, du kannst erfolgreicher werden. Auch wenn du jetzt da drunter sitzt, das hat jetzt erstmal optisch, natürlich vielleicht sieht das so aus, aber wenn du Gas gibst und dich dafür entscheidest, dann kannst du den überholen. Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch eigentlich der gravierende Unterschied aus meiner Sicht zum Schneeballsystem. Beim Schneeballsystem kannst du da oben eigentlich nie rausrutschen. Solange da was nachkommt, geht das immer weiter. Hier ist es im Prinzip so, du kannst ihn überholen. Das heißt, der da oben muss im Prinzip auch arbeiten, sonst hat er nämlich nichts davon von dem Umsatz. Auch das ist vielleicht, viele sehen ja immer Network Marketing und sagen ja, viel Geld verdienen, sonst was. Nein, auch hier musst du was tun. Der Unterschied ist hier, wenn du einmal Gas gibst und du wirklich mal 2, vielleicht 3 Jahre investierst insgesamt, mal konstant was zu machen, dann wirst du merken, du wirst eine Stabilität reinkriegen, du wirst was da haben, was funktioniert und dann hast du ein sogenanntes, vielleicht auch passives Einkommen, weil ein gewisser Umsatz immer da läuft, wovon du partizipieren kannst. Ja, auch dazu haben wir einige Tools. Wir haben zum Beispiel das Buch GoPro. Das ist von Eric Worre geschrieben, einer der erfolgreichsten Networker aus USA. Es hat nichts mit Leibwächtern zu tun, aber grundsätzlich mit Network. Da verstehst du es ganz gut. Wir haben den Erfolgsplaner, der einen roten Leitfaden hat, wie du das Business bei uns verstehst, wo der Marketingplan erklärt, der Verdienstplan erklärt wird, wo man einfach durchgeht. Also das ist von Dieter Rauer und seinem Team entwickelt worden. Also die Nummer 1 von Levelites. Finde ich ganz gut, da kriegst du alles erklärt. Also gewisse Tools sind da. Natürlich ist auch dein Sponsor da, also sprich, der dich eingeladen hat. Und auch wir stehen da alles zur Verfügung, weil was ist Network Marketing? Network Marketing ist das, ich bin daran interessiert, dass meine Partner, meine Menschen, die dabei sind, erfolgreich werden, weil erst dann habe ich auch was von. Und das ist hier genau anders, und wie es vielleicht in der freien Wirtschaft ist. Wenn du da oben einen Boss hast, dann muss der erstmal weg, wenn du auch Boss werden willst. Hier ist es genau andersrum. Ich bin daran interessiert, dass jeder erfolgreich wird. Deswegen stecke ich meinen Support, meine Kraft damit rein, weil ich sage, wenn der erfolgreich wird, erstens habe ich eine Stabilität. Zweitens ist derjenige dann auch so, die gibt es genauso weiter. Und somit wächst die Struktur. Und das muss das Ziel sein. Das ist der Unterschied zu einer normalen Wirtschaft. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, jemanden zu fördern. Ich bin immer daran interessiert, dass jemand erfolgreich ist. Am besten vielleicht sogar noch, der mich überholt. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, auch nochmal da mitzuziehen. Das heißt, man zieht die Leute mit hoch. Das ist ganz, ganz wichtig hier dabei. Und dafür gibt es viele Tools. Und wenn du sagst, ich will das, dann gibt es genug Menschen, die sagen, ja, da helfe ich dir bei. Kurz zu meiner Story. Ich hatte ja gesagt, wir sind am 31.03. eingestiegen. Ich sage immer wir. Und wir haben es geschafft, in diesen 9 Monaten, die jetzt dabei sind, wo wir sagen, wir haben über 400 Menschen jetzt aufgebaut in der Struktur, die dabei sind, wo wir jede Woche im Schnitt ungefähr 8.000 bis 10.000 € Umsatz machen. Und ab September haben wir sogar ein Auto von der Company nicht geschenkt, also gestellt bekommen, wo wir eigentlich nur tanken müssen. Und auch das ist ja eine Bonusart. Wir haben 8 verschiedene Bonusarten in der Firma. Das ist einer davon, wo du sagst, ich kann mich durch die Nachbestellung, und das ist ja auch das Auto, gibt es auf die Nachbestellung, die du in der Struktur hast. Und wenn du einen gewissen Umsatz hast von im Monat und das 2 Monate hintereinander, hast du Anspruch auf ein Auto und das zwar komplett für nur tanken. Das heißt, die Firma übernimmt komplett alles für dich. Da kriegst du quasi in dem Fall ein BMW mit 42.000 Kilometer Fahrtleistung im Jahr. Ob du was brauchst, jetzt waren zum Beispiel Winterreifen, da wurden mir Winterreifen einfach zugeschickt. Das ist alles im Prinzip damit drin. Das heißt, du musst dich darum kümmern, darfst ein Auto fahren und hast zusätzlich nochmal die Bonusart. Ich kann ja mal dazu sagen, wir haben jetzt in den letzten 9 Monaten über 50.000 € Provisionen ausgeschüttet bekommen von Levelets. Auch in dieser Zeit. Also es geht, wenn man Gas gibt, wenn man möchte, wenn man eine Entscheidung trifft,
Und letztendlich hängt es von dir ab. Wichtig ist, übernimm du die Verantwortung für das, was bei dir im Leben passiert. Und dann ist vieles, vieles möglich. Ich würde behaupten, dann ist alles möglich, wenn du das Denken da hast. Und wichtig ist, lass dir eins gesagt, was du nicht denken kannst, das kannst du auch nicht erreichen. Das heißt, wichtig ist, deine Gedanken machen das aus, wo du hingehst, was du schaffst. Ja, und dann komme ich auch schon zum Ende und sage vielen, vielen Dank für die Zeit. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen überzogen, 5 Minuten, aber es hat mir riesen Spaß gemacht heute. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und ja, werde den Bildschirm jetzt mal freigeben. Wenn es natürlich noch Fragen gibt, können wir gerne nochmal drauf eingehen. Ein paar Minuten würde ich dafür jetzt noch einräumen. Sonst würde ich damit heute schließen für heute Abend. Eddie, Ja, ich höre. ich wollte nur sagen, dass du das wunderbar gemacht hast, dass ich wünschte, dass ich jetzt auch da säße, wo du sitzt, und ich freue mich schon auf morgen. Okay, alles klar. Super. Gut. Tschüss. Vielen, vielen Dank euch. Ja, wenn es da keine Fragen zu gibt, dann würde ich das schließen, weil wir jetzt und wünsche euch einen wunderschönen Abend und zieht durch, macht das Jahr 2021 zu eurem Jahr. Das will ich euch weitergeben, weil jeder ist sein Schöpfer des Lebens, des Glücks und seid nicht davon, macht euch nicht verantwortlich von anderen Menschen, dass ihr, es muss das passieren, es muss das passieren, sondern startet, kommt ins Tun. Vielen, vielen Dank, schönen Abend euch, bis dahin, ciao, ciao.